Kennst du diese Momente, gerade in Jurassic World, wo du dich manchmal fragst, wie passt das jetzt miteinander zusammen? Nehmen wir mal als Beispiel Benjamin Lockwood. Er erzählt, dass er mit John Hammond zusammengearbeitet hat. Man denkt sich doch dann irgendwie, wann, wie, wo, was? Erklärt mir doch bitte ein bisschen mehr. Auch in Jurassic World Dominion bekommen wir mal ganz kurz gedroppt, ey, Laura Dern, also Ellie Sattler, kennt die Mutter von Macy und... Warum erklärt mir keiner, wie das zustande gekommen ist? Oder warum gibt es davon keine Backstories? Warum wird das so lieblos einfach reingeschoben? Deswegen habe ich jetzt die Bürde auf mich genommen, euch die komplette Storyline von Jurassic Park und Jurassic World in einem bis fünf, ich denke mal, es werden um die fünf Videos werden, zu erzählen. Bevor das Video losgeht, eine ganz kleine Anmerkung. Ich habe, wenn es um Jurassic Park 1 geht, zu Beginn auch noch Jurassic Park The Game mit reingepackt. Einfach aus dem Grund, weil ich es wirklich toll finde, wie viel Arbeit man in dieses Spiel gesteckt hat, um es irgendwie mit in die Geschichte einzuflechten. Das Spiel ist nicht Kanon und ich werde das jedes Mal erwähnen, wenn es um das Spiel Jurassic Park The Game geht, aber ich fand es einfach nur ganz wichtig und eben auch sehr interessant, das mal hier mit einzubauen. Ihr werdet aber merken, dass in den späteren Parts dann auch Jurassic Park The Game einfach verschwinden wird, weil es eben keine Relevanz mehr hat. In diesem Sinne bin ich fertig mit dem Vorwort. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Format, obwohl neues Format, wie häufig man das jetzt so umsetzen kann, wie ich das eben in diesen zwei Parts machen werde, also diese Idee, das wird sich dann eben zeigen, aber ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei, wir fangen einmal an mit der kompletten Geschichte der Jurassic Park und World Reihe. Die ganze Geschichte beginnt vor 65 Millionen Jahren. Ein T-Rex kämpft gegen einen Giganotosaurus und verliert in dem Kampf sein Leben. Kurz darauf wird dem Rex Blut von einer Mücke entzogen. Diese Mücke sehen wir später im Verlaufe der Geschichte an John Hammonds Stock wieder, wo sie in Bernstein konserviert ist. Wenige Tage nach dem Kampf der beiden Giganten schlug ein Asteroid auf dem Gebiet des heutigen Mexiko ein und löste ein Massensterben aus. Er hinterließ einen Krater mit einem Durchmesser von 200 Kilometer. 1925. Die Insel Isla Nublar wird vom spanischen Seefahrer Diego Fernandez entdeckt. Nicolas de Huelva, ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus, benennt sie kurz darauf mit dem Namen Wolkeninsel. Isla Nublar ist Spanisch und bedeutet ins Deutsche übersetzt Wolkeninsel. Der Name soll von dem aktiven Mount Sibo inspiriert worden sein, der schwarzen Rauch ausgestoßen hat und sich im Norden der Isla Nublar befand. 1926. Die fünf Tode werden entdeckt. Die fünf Tode ist eine Kette von fünf Inseln, 200 Meilen südwestlich von Costa Rica entfernt. Die Namen der fünf Inseln lauten Isla Matanceros, Isla Muerta, welche auch oft als Anlage C betitelt wird, was aber wie gesagt offiziell nicht Kanon ist, Isla Pena, Isla Sorna und Isla Tacano. Isla Sorna wird im Laufe der Geschichte noch eine tragende Rolle spielen. Der Name der fünf Tode stammt von einem indianischen Mythos über einen tapferen Krieger, dem auf jeder der fünf Inseln eine andere Hinrichtungsstrafe bevorstand. Ist eigentlich ziemlich doof gelaufen, eine ziemlich tragische Geschichte, aber auch sehr interessant mal zu erfahren, wo eigentlich die Namen der Inseln herkommen. Ins Deutsche übersetzt bedeuten die fünf Tode, also die Namen der fünf Tode, quasi die Hinrichtungsvarianten, die gewählt wurden. Einmal ist das Verbrennen, Ertrinken, Zermalmen, Erhängen und Enthaupten. 1928. John Hammond wird in Edinburgh, Schottland geboren. 1930. Sanjay Masrani wird in Bombay, British Indien geboren. Sanjay ist der Vater vom uns bekannten Simon Masrani, den wir aus dem Jurassic World Film kennen. Am 16. Februar 1973 wird Sanjay das Telekommunikationsnetzwerk namens Masrani Global Corporation gründen. 1945, Benjamin Lockwood wird geboren. 1967, Simon Masrani wird in Bombay, Indien geboren. 1969, John Hammond eröffnet das Animal Kingdom, zu Deutsch das Tierreich, einen Wildpark in Kenia. Robert Muldoon, mein Lieblingscharakter aus der gesamten Jurassic-Reihe, ist ein Wildhüter dieses Parks gewesen. Im Jahr 1973, irgendwann vor dem 23. Mai, so viel ist bekannt, wurde Sarah Harding geboren. Im selben Jahr, am 16. Februar, gründet Sanjay Masrani dann das eben gerade erwähnte Masrani Global Corporations Unternehmen. 1974. Benjamin Lockwood und John Hammond beginnen ihre Partnerschaft.
1975, Injun wird in San Diego, Kalifornien geboren. Das fand ich sehr interessant herauszufinden bei der Recherche, weil ja auch der erste Jurassic Park ursprünglich in San Diego eröffnet werden sollte. Juni 1978. Jessica Harding wird geboren, die Schwester von Sarah Harding und die Tochter von Jerry Harding. Und hier muss man dazu aber erwähnen, das Ganze ist nicht mehr offiziell Kanon. Ich habe es am Anfang erwähnt, das wird hier aber noch ein bisschen mit eingepflegt, weil ich es einfach sehr interessant finde, wie gut sich das Spiel dann doch in die Timeline der Filme mit eingliedern kann. Jessica wird Tierärztin und arbeitet zusammen mit ihrem Vater im Jurassic Park. Sie ist Teil des erwähnten Videospiels Jurassic Park, das Spiel aus dem Jahr 2011. 1980. Lex Murphy wird geboren. 1981 bis 1982. Während er gemeinsam mit Robert Muldoon das Tierreich leitet, also das Animal Kingdom, beginnt John Hammond parallel dazu, den Grundstein für den Jurassic Park zu legen. Im Jahr 1982 wird die Isla Sorna, also die Insel Isla Sorna, von der Regierung Costa Ricas an Injun verpachtet. Der Pachtvertrag läuft dabei über 99 Jahre. Injun baut mehrere Einrichtungen auf der Insel, um später Dinosaurier zu züchten und um sie nach San Diego zu bringen. Also hier war der ursprüngliche Plan gewesen, den Jurassic Park, den wir aus den Filmen kennen, in San Diego zu eröffnen, in einem Amphitheater, was auch in Jurassic Park 2 angesprochen wird. 1983, der Bau des Jurassic Park in San Diego beginnt und Tim Murphy wird geboren. 1985, Jurassic Park San Diego wird abgesagt. John Hammond beschließt, den Park stattdessen auf der Isla Nublar zu errichten und benutzt eine der Nachbarinseln, die Isla Sorna, als Brutinsel für Dinosaurier. Also im Endeffekt wurde eben dann nur der Jurassic Park verlegt, vom Festland eben auf die Insel. Warum John Hammond diese Entscheidung getroffen hat, das wird nie wirklich erwähnt, aber es wird hier davon ausgegangen, dass er einmal das Ganze mehr im Geheimen machen wollte, also die Regierung sollte weitestgehend da rausgehalten werden und nicht involviert sein. Und zum anderen wären eben die Transportkosten wesentlich günstiger und der Transport an sich wesentlich angenehmer, wenn eben die Nachbarinseln einfach nur quasi miteinander connected werden müssen und das Festland wird dabei außen vor gehalten. Isla Nublar wird genau wie Isla Sorna eben auch mit einem Pachtvertrag an Injun gegeben, also Injun pachtet das Ganze von der Regierung und dieser Vertrag befasst sich auch auf 99 Jahre. Dieses Mal umfasst der Pachtvertrag allerdings alle 5 Inseln, also alle 5 Tode, also alle Inseln der 5 Tode. So, jetzt passt das Ganze. Hierbei stellt sich dann die Frage, was Hammond wirklich vorgehabt hat. Vielleicht kommen wir im Laufe der Geschichte noch mit dazu, denn er hat anscheinend alle 5 Inseln gepachtet, um damit eventuell einfach nur zu umgehen, dass die Regierung irgendwie mitbekommt, was er wirklich vorhat. Und er hat sich quasi so ein Backup gemacht, damit diese Inseln eben nicht bewohnbar sind und nicht von anderen Regierungen oder von anderen Unternehmen gepachtet werden können. Oder aber er hatte doch mehr vorgehabt, als eben nur Anlage A, Anlage B und die ominöse Anlage C aufzubauen. Vielleicht steckte da wirklich noch mehr Planung dahinter. Wir schauen mal weiter, was uns die Storyline noch so alles verrät. Im Jahr 1986 klont Injun erfolgreich seinen ersten Dinosaurier auf Isla Sorna, also auf Anlage B. Unter den ersten Klonen der Dinosaurier befand sich ein Velociraptor und ein Triceratops. 1985 bis 1987, und hier findet man das erste Mal wirklich heraus, wie skrupellos sowohl John Hammond als auch Injun generell beim Bau des Jurassic Park wirklich vorgegangen ist. Die Ureinwohner des Stammes Bribri werden von der Regierung von Costa Rica von Isla Nublar entfernt und auf das Festland gebracht und dort in Ghettos verlegt. Von 1985 bis 1987 wurden die letzten Nachkommen des Stammes von der Insel umgesiedelt. Das heißt, Hammond hat also nicht nur den Tieren den Lebensraum geklaut, was man auch schon wirklich ankreiden sollte, nein, er hat sogar Ureinwohnern ihren Lebensraum geklaut und hat sie dadurch aufs Festland gebracht und dort in Ghettos verlegt. Er hat keine Kosten gescheut, der Mann, denn auch diese Verlegung muss natürlich sehr teuer gewesen sein, von daher, lieber John Hammond, gut gemacht. Irgendwann zwischen 1985 und 1987 wird dann Claire Deering geboren. Im Jahr 1988, und das ist ein wirklich interessanter und lustiger Fakt, wird zum einen Eric Kirby geboren. Zum anderen beginnt der Bau des Jurassic Parks auf Isla Nublar und der Tyrannosaurus wird auf Isla Sorna geboren. Ja, ihr habt richtig gehört, Eric Kirby und der T-Rex aus der Jurassic Park Reihe, also aus Jurassic Park und Jurassic World, also Rexy, haben am selben Tag Geburtstag. Glückwunsch. Ein Jahr später, im Jahr 1989, der Tyrannosaurus Rex wird im Alter von nur einem Jahr auf die Insel Isla Nublar transportiert.
Hier hat man also noch versucht, eher die Jungtiere, also jüngere Tiere, auf die Insel zu bekommen, weil ein T-Rex von nur einem Jahr ist natürlich noch nicht ausgewachsen, auch nicht mit diesen Wachstumshormonen. Erst ein Jahr später, im Jahr 1990, hat man die ersten ausgewachsenen Tiere von Anlage B nach Isla Nubla gebracht. Das heißt, ab jetzt war die Anlage B wirklich die komplette Brutstation für die Dinosaurier, in der sie in der Regel auch wirklich komplett aufgezogen wurden, bis sie eben erwachsen gewesen sind und wurden dann erst in den Jurassic Park gebracht, der später die ganzen Besucher empfangen sollte, was, wie wir wissen, ja nicht so wirklich zustande gekommen ist. Am 20. September muss Dr. Henry Wu feststellen, dass die Probanden, also die herangewachsenen Dinosaurier, bei denen er DNA von den im Moskito eingeschlossenen Dinosaurier-DNA und von Pfeilfröschen kombiniert hat, dass das Ganze nicht funktionierte. Die Probanden 4, 6 und 7 erkrankten an Karyolyseversagen, von dem Dr. Henry Wu davon ausging, dass es an der genetischen Struktur der Pfeilfrösche gelegen hat. Er beschließt stattdessen, die Schilffrösche zur Herstellung von Velociraptoren zu verwenden. In gar nicht allzu ferner Zukunft wird dieses Experiment gelingen und er wird die Schilffrösche auch später bei weiteren Dinosauriergattungen verwenden. Unbekannt für Henry Wu und auch die anderen Inge-Mitarbeiter und die Wissenschaftler war es aber, dass der Schilffrosch sowie die DNA von anderen Amphibien, die verwendet wurden, um die Dinosaurier zu züchten, es genau diesen Dinosauriern ermöglichte, dass sie das Geschlecht ändern und sich so fortpflanzen konnten. Ihr merkt also auch, die Jurassic Park-Reihe ist nicht komplett durchdacht, denn dass die ganzen Wissenschaftler nicht auf die Idee gekommen sind, dass sich eventuell diese Eigenschaft der Schilffrösche auch auf die Dinosaurier übertragen lässt. Und hätte Henry diesen Fehler nicht begangen, hätten wir wahrscheinlich auch nie eine Fortsetzung zu Jurassic Park bekommen, weil die Saurier sonst eben einfach alle ausgestorben wären. Im Jahr 1992, genau genommen am 13. Februar, entdeckt Dr. Henry Wu eine hohe kollektive Intelligenz in einem Velociraptor-Klon. Ob es sich bei diesem Klon später um das Riesenbiest handelt, ist nicht beschrieben, da gibt es keine Auskunft darüber, aber ich gehe immer stark davon aus, dass es sich hierbei um das Riesenbiest handelt, da eben hier genau von einem Klon gesprochen wird. Irgendwann vor dem 12. Juni 1992 sprechen Jerry und Sarah Harding das letzte Mal miteinander. Ist eine ganz nette Side-Info, eben auch wenn man eben sagt, okay, die Spiele passen in die Jurassic Park-Kanon-Geschichte rein, in Jurassic World später eben nicht mehr. Aber es ist schon eine ganz interessante Sache, dass die beiden scheinbar sehr lange nicht miteinander gesprochen haben, denn wir sehen ja Sarah erst wieder in The Lost World, also in Jurassic Park 2, und The Lost World spielt im Jahr 1998, also schon ein paar Jährchen später. Und auch da wird ihr Vater eben nie erwähnt, natürlich aus dem einfachen Grund, dass der Vater damals noch gar nicht in Planung war, vom Storytechnischen her. Das Ganze hat man eben aber jetzt so umgewandelt, dass die beiden irgendwelche Problemchen miteinander haben und deswegen kein Kontakt. Auch aus dem Spiel Jurassic Park The Game bekommen wir mit, dass Jerry nicht unbedingt der einfachste Vater ist und irgendwie auch zu seiner jüngsten Tochter Jessica nicht wirklich den Bezug aufbauen kann für eine ganze Weile, den ein Vater zu seiner Tochter aufbauen können soll. Und das passt irgendwie doch ganz cool und ich muss immer wieder sagen, ja, Jurassic Park The Game fühlt sich in der Jurassic Park Trilogie irgendwie dann doch dazugehörig an. Jurassic World wird das Ganze nachher ein bisschen ausstechen, da kommen wir aber auch noch dazu, aber in die Jurassic Park Lore würde das Ganze doch sehr schön mit reinpassen. Ebenfalls im Jahr 1992, Sanjay Masrani, der Gründer der Masrani Global Corporation, stirbt. Seine Firma wird an diesem Tag von seinem Sohn Simon Masrani geerbt, der eben dann auch später der Leiter von Jurassic World werden sollte. Zwischen 1990 und 1993. Jetzt kommen wir wieder auf die Spiele-Lore zu sprechen. Ich erwähne das einfach mal, weil ich das ziemlich interessant finde. Laura Sorkin erhält das Isla Nubla Field Labor. Laura ist bisher nur aus den Videospielen bekannt, also aus Jurassic Park The Game. Und wir lernen sie da eben auch kennen, wie sie Feldversuche mit Dinosauriern macht. Das heißt, sie macht das Ganze irgendwie nicht theoretisch im Labor. Sie hat wirklich Feldversuche, sie nimmt die Saurier mit nach draußen und untersucht deren Verhalten. Im Spiel sehen wir, wie sie das Ganze uns mit Parasaurolophus präsentiert und uns dann eben auch zeigt, wie diese Dinosaurier später auf verschiedene Geräusche hören. Also hier lernen wir auch schon im Spiel, dass die Dinosaurier auf Kommandos hören können, beziehungsweise dass wir sie beeinflussen können, indem wir ihnen Kommandos geben, eben in ihrer eigenen Sprache in Anführungszeichen. Umso bescheuerter finde ich es, dass später in Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 4 und 5 Tablets und PlayStation Controller benutzt werden, um Saurier zu kontrollieren, während das doch hier eigentlich schon so organisch mit eingebaut wurde. Naja, ebenfalls forscht Laura Sorkin an den sogenannten Troodons. Das sind fleischfressende Dinosaurier, die den Velociraptoren zum Teil ähnlich sehen, die wir auch aus den Spielen kennen. Und weil John Hammond ungut ist bei der Forschung an diesen Fleischfressern, befiehlt er später, dass Laura doch die Troodons vernichten soll. Aber sie weigert sich und führt die Studien im Privaten weiter. Was dann dabei herauskommt, sehen wir in Jurassic Park The Game. Kleiner Spoiler, die Tiere brechen aus und sorgen natürlich für Chaos.
Auch im Juli 1993 bleiben wir nochmal bei der, ich nenne es einfach mal, den Soft-Kanon, der Soft-Lore. Wir bleiben beim Spiel Jurassic Park The Game. Oscar und Billy, das sind die beiden hier, die begeben sich auf eine Mission nach Nicaragua. Dort sterben die meisten Söldnerkollegen der beiden, was auch dann später im Spiel Sinn ergibt, dass die irgendwie so eine Beziehung zusammen haben, obwohl die eigentlich komplett verschiedene Charaktere sind, aber irgendwie passen die dann doch ganz gut zusammen und geben ein ganz interessantes Duo ab. Ob noch weitere Söldnerkollegen überlebt haben, ist allerdings gar nicht mal ganz gewiss, denn es wird nur beschrieben, dass Oscar und Billy vielleicht die letzten Überlebenden sind. Aber so oder so werden auch, wenn es Überlebende geben sollte, die werden keine große Rolle mehr in der Geschichte spielen. Ist aber einfach ein ganz netter Side-Fact, dass auch hier eine Lücke offen gelassen wird. Okay, es könnte eventuell doch noch Überlebende geben. Hat man sich wahrscheinlich offen gehalten, um noch einen Jurassic Park The Game 2 zu produzieren eines Tages, was leider nicht kommen wird voraussichtlich. Damit sind wir jetzt am Ende von Part 1 der kompletten Storyline angekommen. In Part 2 betreten wir dann eben die Timeline, die ihr auch aus den Filmen kennt. Eben die Timeline, in der Jurassic Park eröffnet wird. Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm sich den Park näher anschauen und es eben zum sogenannten Ingen-Vorfall kommt. Es wird zumindest, wird der Vorfall aus Jurassic Park 1 im Buch als der Ingen-Vorfall betitelt. Ich hoffe, das Video hat dir soweit gefallen und es ist okay, wie ich das Ganze angehe und dass ich eben auch Jurassic Park The Game hier mit einpflege. Ich werde dann später schon merken, dass sobald wir zu Jurassic World überschwappen, dann wird Jurassic Park The Game da schon nach und nach mehr rausfliegen. Ich fand es dennoch sehr interessant, das zu erwähnen, weil Telltale, die Produzenten und die Macher hinter Jurassic Park The Game, nie dazu verpflichtet wurden, ein Spiel zu machen, was Kanon sein könnte, was in die Lore reinpasst. Und die haben eben von sich aus gesagt, ja, machen wir, das Ganze soll sich in die Jurassic Park Trilogie einfügen können. Damals war noch nicht die Rede von Jurassic World gewesen. Und das haben sie eigentlich ganz gut geschafft, bin ich der Meinung. Mir fallen jetzt keine gravierenden Plotholes auf. Die kommen dann aber eben nach und nach, wenn wir uns mit Jurassic World beschäftigen. Part 2 zur kompletten Storyline wird es dann nächste Woche geben und da werden wir uns dann eben mit Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 beschäftigen. Ich habe zum Anfang des Videos erwähnt, das Ganze wird in zwei Parts abgehandelt werden. Das wird dann doch ein paar mehr Parts geben, weil ich nicht 2 Meter weiter gedacht habe, vergessen, dass wir auch noch komplett Jurassic World behandeln müssen und natürlich auch noch die Kanon-Serie Jurassic World Camp Cretaceous, die müssen wir eben damit reinbringen. Das heißt, das Ganze wird wohl doch 4 bis 5 Parts geben. Schreibt mir aber in die Kommentare unten rein, ob ich das Ganze dann trotzdem ganz zum Schluss, wenn wir damit durch sind, nochmal zusammenknüllen und zu einem langen Part machen soll. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit der kompletten Storyline zu Jurassic Park und Jurassic World. Bis dann. Ciao.